Bei der Ausbildung ist Gehörschutz zu tragen. Und jeder ist für sich selber verantwortlich, dass er sich nicht auf so einen dicken, fetten Stein wirft. Wir gehen runter, Deckung, und versuchen so schnell wie es geht, Feuer an die gegenüberliegende Seite zu kriegen. Weil wer eher schießt und besser trifft, hat meistens gewonnen. Oh, komm, auf geht's. Sie meinen aber nicht den kleinen Pilz da, oder? Als Linksdeckung. Wenn es nicht möglich ist, an einem Baum rechts den Feuerkampf zu führen, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und links in Stellung gehen. Konnten Sie mich hören? Nein. Wenn ich den Feuerkampf auf dem Feind rechts nicht führen kann, links. Rechts, dann muss ich den Gefechtsanschlag wählen und links in Stellung gehen. Oh. Es bringt nichts, wenn wir 3 Meter neben den Feind im Wald schießen. Es bringt absolut null. Die Grundausbildung ist natürlich ganz extrem, da lernt man natürlich andauernd was. Aber ich finde es absolut toll, ich kann nie sagen, was ist morgen. Ja? Also ich fahre am Wochenende heim, ich habe keine Ahnung, was ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Das kann man nicht sagen, das ist irgendwo das Tolle. Nicht, dass ich dir Montag sagen kann, was ich jeden Tag um wie viel Uhr mache, das mag ich nicht. Und also bis jetzt hat sich alles voll bestätigt. Und was macht dir am meisten Spaß? Waffenausbildung. Das macht, also gerade Feuerkampf, Schießen, das macht ja, am meisten Fun. Warum? Die Waffe ist ein herrliches Gerät. Sie ist irgendwo erschreckend. Ich hoffe nie, dass ich sie gegen Menschen einsetzen muss. Aber die Schlagkraft und die Präzision, was du mit dieser Waffe hast, das ist einfach toll. Macht einfach Spaß, mit dem Gewehr zu schießen. Ist es so, dass sich diese Genauigkeit irgendwie am meisten begeistert? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich jetzt schießen würde und wir die ganze Zeit nichts treffen, dann wird es auch keinen Spaß mehr machen. Aber es ist eine unglaubliche Motivation, wenn immer die Schützenscheibe umfällt. Und natürlich, das Gewehr hat eine ganz tolle Optik und da kannst du so präzise mit schießen. Das macht Spaß. Einen Schritt haben wir vergessen. Was haben wir jetzt noch nicht gemacht? Ich muss schauen, ob das Patronenlager frei ist. Genau. Leg ins Patronenlager. Frei. Frei. Dann jetzt weiter. Fangstollen nehmen. Wie heißt der? Wie heißt der? Fanghebel. Wie heißt der? Es gibt Typen, die sitzen auf Bäumen und gucken rum. Die heißen? Spannhebel. Gut. Spannhebel. Ziehen, loslassen. Auf Einzelfeuer stellen. Dazu braucht ihr aber nicht mehr hingucken. Das ist, gewöhnt euch das an. Die Waffe so wenig wie möglich drehen. Abgrund. Sichern. G36 entladen. Patronenlager frei, entspannt und gesichert. Wo ist jetzt der Zeigefinger? Gerade. Ich will gut schießen können. Ja, eigentlich. Eigentlich das, was ich halt können muss als Soldat. Meinst du, das kann man lernen? Ja, das denke ich schon. Talent gehört auch dazu, aber man kann es lernen. Weil, ich meine, ich kenne echt viele, die Wehrdienst gemacht haben und die waren wirklich dämlich und die haben es auch gekonnt. Also, man kann es lernen, klar. Was ist hier, Müller? So, wenn ich jetzt so laufe, macht's Peng, Peng, Peng. Eher ein bisschen tiefer halten als so hoch. Wollen Sie in den Himmel schießen oder wo wollen Sie hinschießen? Hey! So! Hebel, das kann doch gar nicht funktionieren. Dann sind gerade gemacht. Ja, ich sehe. Schön, dass Sie sehen.
Jetzt kommen Sie da vorne mal wieder weg, bevor Sie da festfrieren. Sie sollen da wegkommen! Ja, nix. Schneller! Was spielen Sie da vorne rum? Was Sie da rumspielen? Die rechte Hand kommt jetzt so oben drüber. Ja. Sie haben doch gesagt schießen, oder? Ja, machen Sie aber nicht. Und vorgehen, nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben! Was sind denn das für Ladetätigkeiten, Knäble? Hebelhindere. Spannhebel. Langsam werde ich stinkig. Los, lad die Waffe fertig. Ich drehe hier gleich ab. Morgen, eine DIN A4 Seite. Umgang mit Waffen und Munition. War heute was im Essen heute Nacht, oder was? Waffe nicht gesichert. Mach ich grad? Ja, mach ich grad. Wie ist denn der Sicherungszustand, wenn ich an der Waffe arbeite? Lass mir den Trageriemen ab. Das ist keine Handtasche! Oh, der Rest. Vorwärts Marsch. Seht zu, dass er auf einer Höhe bleibt. Und einstellen, Sicherheit herstellen. Waffen entladen.